Hey. Wegen der Reliquien. Was ist hiermit? Das sieht gut aus. Wo hast du das gefunden? Diese Tafel fand ich in einem Gebäude im Süden. Ah, eine Tafel der Totenwächter. Sie waren es, die die Geister ihrer Verstorbenen beschworen. Die Verbindung zu ihren Ahnen war bei den Erbauern sehr stark. Ich fand diese Tafel in einem Bauwerk im Südwesten. Der Tafel nach zu urteilen, handelt es sich dabei um die Behausung der Priester dieser Stadt. Der Name des obersten Priesters war Kardimom. Wir wissen noch nicht viel über ihn. Hier hast du etwas Gold zu deiner Entlohnung. Jetzt haben wir alle Reliquien zusammen, die wir brauchen. Du hast uns einen sehr großen Dienst erwiesen. Ich danke dir. Das wird uns in unseren Studien einen entscheidenden Schritt nach vorn bringen. Ardanus möge dich schützen. Kennst du Angus und sein Freund Hank? Ich habe sie schon länger nicht mehr gesehen. Außerdem hätte ich nichts dagegen, wenn die beiden auch nicht wieder auftauchen. Warum? Ach, die Penner haben ständig am See rumgehangen und das Wild vertrieben. An welchem See hängen sie ständig rum? Erinnerst du dich an unsere Jagd? Ja. Der See in dem Talkessel. Dort habe ich sie meistens gesehen. Nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Von selbst ist er da nicht drauf gekommen. Ich kenne den Mörder von Angus und Hank. Der Mörder interessiert mich nicht. Was ist mit meinem Grog? Keiner was. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Das ist wirklich nicht mein Problem. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch. Ich will was Stärkeres. Was darf sein? Gib mir was von dem schnellen Hering. Ziemlich üble Brühe, aber sie wirkt. Was hast du sonst noch? Bei mir gibt's alles, was ein Pirat zum Überleben braucht. Was gibt's Neues im Lager? Francis hat sein Fett weg. Du glaubst ja gar nicht, wie mich das freut. Du bist in Ordnung. Komm, wir trinken ein. Der geht auf mich. Und Greg ist endlich zurück. Er hat zwar das Schiff verloren, aber zumindest bringt er wieder Ordnung ins Lager.
Ich kenne den Mörder von Angus und Hank. Wer? Wer war es? Der Kerl heißt Juan und ist einer der Banditen. Du musst das Schwein erledigen, hörst du? Er darf nicht mit der Sache ungeschoren davonkommen. Juan ist erledigt. Und? Hat er gelitten? Mach mal halblang. Na, schon gut. Hauptsache, du hast das Schwein fertig gemacht. Es kommt nur auf die Kraft an. Also, komm mir nicht wegen des Grogs. Das ist doch alles nur Gerede. Hier hast du deine 20 Flaschen. Was denn? Man umsonst? Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Okay, ich werde sie dir bezahlen. Hast du vielleicht irgendwas Interessanteres als Gold? Was? Habe ich vor Jahren in einer stickigen Hafenkneipe beim Glücksspiel gewonnen. Der Kerl sagte damals, er sei magisch. Ist das keine Ahnung, ob das stimmt. Vielleicht willst du ihn statt dem Geld. Ich hab was Gib mir das Geld. Gehört. In Ordnung. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Kannst du mich nach Korinnes bringen? Bist du verrückt? Wir haben unser Schiff verloren, Mann. Das ist wirklich nicht Mit unserem letzten Boot werde ich keine Spazierfahrt machen. Nur weil du zu faul bist, deinen Hintern selber nach Korinnes zu schwingen. Das war doch schon vorher klar. Er hat auf die falschen Leute... Die Banditen haben eine Goldmine gefunden. Ich wusste es. Deshalb sind sie hierher gekommen. Kein Mensch lebt freiwillig in dem monsterverseuchten Sumpf. Gute Arbeit. Hier, ich hab was für dich. Das ist doch alles nur Gerede. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Ist das wirklich wahr? Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen.
nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Nichts zu plündern. Nichts zu holen.